Action. Hey Leute, was geht? Für uns dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Und heute geht es noch wieder eine XXL Food Drop Challenge. Wir wollen die 195 hinbekommen. Das ist unser Ziel. Wir werden ackern und ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass wir hier Weltklasse Drafts heute sehen werden. By the way, für die Leute, die mein rotes Time Finish gleich Foodies Player Pick Video gesehen haben, da hat ja ein bisschen was vom Video gefehlt. Das war einfach ein Renderfehler. Ich habe das Video fertig aufgenommen gehabt. Ich habe die Challenge fertig gemacht, aber das hat man leider in dem Video nicht gesehen. Ich habe euch das letzte bisschen vom Video, das gefehlt hat, nochmal neu rausgerendert, privat hochgeladen über den Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch das Ende von dem Video für die Leute, die sich das Video angeguckt haben, jetzt nochmal anschauen, damit da nichts fehlt, damit ihr euch das Video nicht unnötig angeguckt habt. Könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung jetzt das Ende vom Video sehen. So viel dazu, wer Bock hat, kann sich das jetzt angucken und für alle anderen gibt es jetzt mächtige Drafts. Lasst einen Daumen nach oben dafür da und vergesst nicht, den Kanal jetzt zu abonnieren. Okay, ich bin mir sehr sicher, dass EA heute ein paar richtig geile Drafts für uns bereithält. Momentan kann man so geile Teams bauen. Man kann alle heftigen Karten kriegen und wir werden heute auch alle heftigen Karten mitnehmen. 4-3-3 Offensiv. Gefällt mir. Gefällt mir, damit können wir direkt reingehen. Boah, das Menü, ne? Aber da haben wir letztes Mal schon drüber geredet, wie peinlich das inzwischen geworden ist. Oh, cool. Icons sind immer super, aber Medi Pelé, man kriegt auch oft Heroes momentan. Das heißt, ich kann den sowohl mit anderen Heroes als auch mit League One Spielern linken und irgendwo werden wir einen Mason, einen Name oder so kriegen und ein paar andere Heroes. Das heißt, der ist sogar ein sehr, sehr, sehr guter Pick. Aber Medi Pelé, wenn das Menü sich strafft, dann gehört er zu unserer Mannschaft. Wir machen weiter, rechter ZM. Nicht so coole Wahl, deswegen einmal auf die Bank wieder was Gutes abholen und dann sind wir wieder drin. So, Salah, Neymar will ich nicht in der Goldversion haben. Wir wollen gute Teams bauen, keine schlechten. Deswegen warten wir, dass da eine geile Special Card Version kommt. So, jetzt können wir zum nächsten ZM. Jo! Die mögen unsere Startelf gar nicht bisher bei EA. Aha! Aber da ist Kylian Mbappé. Das schmeckt gerne. Das heißt, jetzt können wir hier auch irgendeinen schlechten Stürmer kriegen. Das ist kein Stress, weil wir haben eh schon einen, der perfekt reinpasst. Aber wir haben jetzt schon auch 3 Non-Rares bisher. Mehr können die uns eigentlich gar nicht geben. Messi, 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 Messi. Oh mein Gott, das ist die schlechteste rechte Flügelauswahl, die ich, glaube ich, bisher dieses Jahr bekommen habe. Dafür linker Flügel. Dafür wird der köstlich. Oh mein Gott. Okay, doch. Na, ich dachte schon. Als ich die ersten gesehen habe, die sahen schon richtig wack aus. Oh, cooler. Da kann ich den Hero Link theoretisch mitnehmen. Ich guck mal, wie wir es später machen. 89er Rating ist jetzt auch nicht so wild. Gib mal Marquinhos Team of the Year. Mach mal keinen Quatsch jetzt hier. Ah, Ruben Dias. Auch nicht schlecht. So, zack, der Bruder rüber. Jetzt einen guten Keeper. Manuel Neuer in der besten Version. Das ist nicht die beste Version, aber ist trotzdem okay. Dann Linksverteidiger Mendes. Diese Mendes, ihr wisst schon, wie ich meine. Da von Paris. Ah, scheiße, Mann. Raum. Ah, ist auch egal, wie ich nehme von denen, sage ich euch ehrlich. Okay, wir gucken den Rechtsverteidiger noch einmal. Wir haben ein paar extrem geile, aber auch ein paar extrem schlechte Spieler leider. 92er Rating, obwohl wir sogar noch ein paar Non-Rares haben. Also wir können Salah erstmal reintun, einen anderen ZM, dann sind wir auch Frühcam. Boah, aber vom Rating her, ich sag's ehrlich, wird's jetzt kein Rekord-Draft. Aber warte, guck mal, wir sind so jetzt Frühcam. Den Bruder, den wird man eh noch los. Gegen wen gucken wir später? Mhm. Aha, im Carrasco mit. Eine 193 ist es gerade. Eine 193 soll es auch Minimum sein hier zum Start. Um ehrlich zu sein, Walker brauchen wir nicht. Das heißt, wir nehmen den mit dem höheren Rating. Hier noch irgendwas für uns, was relevant ist. Van Dijk 90. Ist er höher als Cola? Ah, Cola brauchen wir halt eh unbedingt, ne? Wegen den Links. Oh, Tchouaméni. Wunderbar. Minus 3, plus 1. Ja, kriegen wir vielleicht noch alles gebaut. Kriegen wir vielleicht... Ah, doch, doch, doch. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Gucken weiter. Was sagen die anderen Spieler? Nee, Digga. Also, das ist doch nichts. Keiner mit Rating von über 90, Mann. Bro. Bro. Geizig. Geizig. Aha, Verratti. Aber wenn ich den die Startelf tue, dann sind wir auch auf Full Cam. Das heißt, das mache ich einfach mal, damit wir uns da keine Sorgen mehr machen müssen. Hier holen wir das. 193. Vielleicht kriegen wir echt noch einen besseren Linksverteidiger. Oder am besten Rechtsverteidiger. Ja, wir haben halt Raum in der Startelf, ne? Das ist schon irgendwie nicht so Weltklasse. Aber was soll man machen? Den kriegen wir auch nicht ausgetauscht. Aber ist trotzdem nur 193. Von dem her... Oh, Cancelo rein, ne? Weil ich will kein Risiko mit Manager eingehen. Von dem her passt das. Dann kann ich Trent hier sogar noch hinstellen. Und wir sind sogar nah an 194 dran. Aber die werden wir hier nicht mehr hinbekommen, leider. Außer... Nee, sowas, so wilde Sachen hier werden nicht funktionieren. Das Team ist schon gut. Ein paar stabile Karten haben wir, aber auch ein paar, die gar nicht fit gehen, wie die beiden Brees hier.
Dementsprechend 193 fürs erste Draft. Beschwer ich mich jetzt in dem Fall nicht. Ist okay. Wenn man bedenkt, wie wir letztes Mal reingestartet sind, da hatten wir am Anfang so 190 und sowas und kamen nicht mal auf volle Chemie und so. Dagegen ist das schon ein ganz, ganz, ganz anderes Level. Und ich glaube auch, dass wir nicht viele Versuche brauchen werden, um diese 193 sogar noch zu toppen und um noch bessere Teams zu bauen. Das wird easy hier heute. Ah, let's go. Die 193 für heute hätten wir, jetzt kommt die 194. Danach ackern wir auf die 195. Das ist mein Plan so für heute. Ich hoffe, ihr habt ähnliche Pläne. 3-4-3 flach. Damit kann man auch was Gutes bauen, wenn die richtigen Spieler kommen. Kapitän schon mal. Perfekt. Stürmer. Sehr solide auch. Nicht perfekt, aber gut. Der erste ZM gefällt mir auch gut mit Eriksen. Der Premier League kann man auch gut ackern. Wenn man jetzt hier hinten auch noch einen aus der Premier League kriegt. Boah, dann ist das gut. Warte mal, Gomez. Serie A kriegt bestimmt auch connected. Kein Stress, kein Stress. Wer wird er? De Ligt. Da ist doch der Link. Aha, aha. Vielleicht machen wir links eine Serie A-Seite auf. Dann nehme ich da sogar Acerbi schon mal für mit. Aber als ob wir ein LM aus der Serie A kriegen. Mir fällt da nicht mal einer ein, um ehrlich zu sein. Ein Icon. Einfach nur ein Icon, so ein Seedorf oder so hier. Oder ist ja einer aus der Serie A, Bruder? Ja, okay, aber wenn der am Ende in der Startelf steht, dann bin ich der Kaiser von China. Also das ist komplett unmöglich. Marquinhos, wie Gusta. Zack, Seite wechseln, so einen Wechsel machen und kurz mal einen von der Bank holen. Aha. Könnte ich mit Marquinhos Action machen? Muss ich mir mal überlegen noch, wie ich das genau mache. Ich gucke erst mal, wer der Keeper wird. Nein, diese Drafts fallen immer mit dem Keeper. Das ist so ein typisches Draft. Das könnte nice werden, aber jetzt kriegt man zweimal Non-Rack-Keeper zur Wahl und dann wird es am Ende kacke dadurch. So ein Donnarumma-Team of the Year, da wäre es bestimmt, keine Ahnung, 194 mit. Mit dem, was wir hier jetzt bekommen, irgendwas Lasches. Aber egal, wir warten erstmal. Manchmal, wenn alle anderen Spieler perfekt zueinander passen, kann man ja auch einen Stürmer ins Tor stellen. Und das sieht trotzdem gut aus dann vom Rating her. Dementsprechend noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Okay, von dem wird keiner Stamm spielen, deswegen nehme ich den mit dem höchsten Rating. 93er Rating nach der Startelf. Leo! Oh, ey, hier ist doch noch einer für die Außenbahn. Und er hätte natürlich auch eine 95er Karte gehabt. Ne? Wenn wir die bekommen, hätten wir nochmal fresher gewesen. Aber so geht auch. Problem ist halt, Mann, dass er ZOM ist. Wer ZM, wird er da so gut reinpassen. Lionel. Messi. Sieht schon mal gut aus. Oh mein Gott, warte mal. Serie A, rechter Flügel. Können wir nichts mit anfangen. Eden Hazard können wir noch weniger mit anfangen. Das heißt, Di Natale wird auf jeden Fall mitgenommen. Zack. Oh mein Gott. Er sorgt halt dafür, dass alle Fullcam sind, außer er. Wir brauchen jetzt nur einen rechten Flügel später, der ganz gut reinpasst. So was hier in die Richtung. Jetzt brauchen wir nur Donnarumma am Tor. Weil der ist Italiener und der Link zu Acerbi. Und ich sag euch ehrlich, das kann dann nur 195 werden, wenn wir noch ein paar High-Rated-Spiele auf der Bank kriegen. Ohne Witz. Oh, Neymar auch cool. Warte mal, kann ich den auf die Seite klatschen? Das bringt was, tatsächlich. Ja, das ist nochmal ein Plus 1. Ah, der Keeper, der Keeper, der Keeper. Der Keeper ist es, der uns gerade rasiert, ne? Das wäre eine 95 jetzt mit Donnarumma am Tor. Aber den haben wir halt nicht. Okay, wir gehen mal weiter jetzt erstmal. Gucken, was hier noch so kommt. Nee! Einfach ein Goldpick. Das war die Animation, die kommt, wenn man krasse Spieler bekommt. Und bei der Animation kriegen wir einfach nur Goldspieler. Ah, das hat das Draft jetzt ein bisschen rasiert. Weil man kriegt diese Animation nur zweimal pro Draft und meistens kriegt man da dann so 95, 96er Karten. Und wenn man bei der Animation schlechte kriegt, dann kriegt man dadurch halt einen geilen weggenommen. Komm, Donnarumma jetzt bitte. Na, oh, immerhin Navas, nein! Aber jetzt sind wir nicht Fullcam. Mit Donnarumma hätten wir den Link hier nach oben gehabt. Wäre nochmal 3 Chemie mehr gewesen, das hätte gereicht. Mit dem Bruder reicht das halt jetzt nicht. Ja, das ist minus 1, wenn er hier ist, nochmal minus 2. Scheiße. Schwierig. Schwierig. Ein ZM-Icon und wir haben's, ne? Aber, ob die kommt, das ist halt die Frage. Wir haben halt nicht mal gute Leute zum Rübertauschen. Was ist denn hier passiert am Ende, Mann? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier los mit dem Drop? Was ist denn hier passiert? Frust, Frust, Frust. Ich dachte, das wird jetzt die 194 sein. An sich waren das ja auch gute Spieler, die wir bekommen haben. Aber guck mal, dass man 85 und 84 auf die Bank tun muss, ist schon verdammt lächerlich. Die auch richtig nach unten gezogen. Und ja, sonst haben wir eigentlich simpel gebaut, ne? Aber sind halt alle nicht auf ihrer richtigen Position so wirklich. Shit. Diesmal wird die 94 oder 95 oben stehen. Das sind Facts. Mit der 4-3-2-1 bauen wir nämlich hier jetzt was Schickes. Der Kapitän ist jetzt nicht der beste Kapitän, den man je gesehen hat, sage ich ehrlich. Aber das ist egal, weil die anderen Spieler, die werden reinschallern in diesem Team. Oxlade-Chamberlain, ist das euer Ernst?
Monet als Goldkarte, weiß auch nicht, der hat auch bessere Versionen. Nehmen wir Cancelo mit. Erstmal bin ich zufrieden. Mit Ruben Dias ist auch gut. Dann machen wir hier schon mal die Konstellation hin. Jetzt brauche ich noch einen Keeper, der was drauf hat. Hakimi Team of the Year. 3, 2, 1. That's it. Ohne Hakimi brauche ich das Draft nicht weiterführen, sage ich ehrlich. Aber wenn Hakimi jetzt kommt, dann sieht es gut aus. Wait, wobei, wenn ich jetzt einen Serie A-Spieler bekomme, die Abwehr ist voll geil auf einmal. Ja, sogar mit die beste Abwehr, die ich hier hatte, glaube ich. Wo kommt das denn plötzlich her? Wo kommt das denn plötzlich her, Kevin De Bruyne? Okay. Aber klar, dass der jetzt ein Lachs nacken wird, aber ist nicht schlimm. Da hat ein Stürmer. Nein. Ah, okay, mein Icon, aber der ist noch nicht so geil. Abidi! Sauberes Rating, aber unmöglich einzubauen normalerweise. Da ist sogar Mukta besser, weil er einen Chemie mehr bringt als LS. Warum eine Icon ZM und dann ist das Ding durch. Dann haben wir volle Chemie. Messi. Halt in so einer Lauchversion, ne? Aber so kommen wir auf volle Chemie. Was wir hier für Leute für die Bank haben, das ist schon geistkrank. Ja, zack. Aber als ob wir am Ende Oxlade Chamberlain im ZM haben. Das geht nicht. Warte mal, minus 14 und plus 4. So ein guter Trade. Oder muss groß, Mann. Muss groß. Ein passenden Spieler, dann ist es nur 194. Aber der muss halt richtig passen und richtig Rating haben. Allein, dass man aus dem Team sogar noch eine 194 vielleicht rausholen kann, das ist schon verrückt. Oh, spanische Liga. Bringt gar nichts. Bringt gar nichts. Ja, Foden bringt halt was, ne? Aber ist jetzt auch nicht so super. Dann machen wir erstmal so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Dann haben wir eine 94. Und vielleicht bleibt die sogar. Letzte Spieler entscheidet jetzt. Es muss einfach nur ein nicer Spieler sein. Dann haben wir jetzt hier 194 aus so einem Team hier rausgeholt. 3, 2, 1. Oh. Moah, als ob! Was? Safe, wenn eine 93 hätte jetzt gereicht, aber eine 92 nicht, oder was? Die wollen mich komplett rasieren. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Also bei der 94 hätte sie auf jeden Fall gereicht. Eine 94 kann einen ja nicht runterdrücken von der 94. Warte. Aha. Jetzt halt die Frage, ob wir einen Premier League Manager kriegen. Weil der wird uns voll machen. Aber nur ein Premier League Manager wird uns voll machen. Kann ich hier irgendwie. Was, warum überhaupt Salah in der Version, Mann? Das war schon frech. Aber wir werden hier, glaube ich, nichts anderes kriegen. Also ja. Aber da ist halt das Rating wieder futsch. Ihr wisst schon, ihr wisst schon. Es hat schon seinen Grund, dass die Spieler hier so stehen, wie sie stehen. Ja. Gib mir einen Premier League Manager. Let's go. Nein. Ja, fuck it! 194. Ich hab's gecallt. Es wird die 194. Die anderen Manager hätten wahrscheinlich alle gar nichts gemacht. Genau sieht's aus. Am Ende, fuck, ich küsse dort deine Augen. Er ist noch gekommen, 194. Da können wir jetzt auch ein Häkchen dran setzen. Das wäre auch für dieses Video schon mal geschafft. 194 ist big. Jetzt machen wir die nächsten Meter. Wir haben hier einige Positionen, mit denen ich bei weitem noch nicht zufrieden war. Hakimi hätten wir als Totti kriegen können. Salah in der anderen Version, das hätte wahrscheinlich schon gereicht für die 195, würde ich sagen, weil das wären zwei geisteskranke Upgrades. Marquinhos andere Version, Hakimi andere Version, Salah andere Version. Hier hätten wir auch noch einen besseren aus der Premier League kriegen können. Also es, die Bank ist halt Weltklasse, ne? Die Bank ist Weltklasse. Und ein paar der Startelf-Spieler auch. Aber wir haben halt auch ein paar, die viel besser gehen. Muss man auch mal festhalten. Also ich hätte am Anfang gedacht, dass wir hier nie über eine 192 rauskommen. Irgendwie hat es noch funktioniert, dass wir sogar eine 194 gebaut haben. Das ist schon super. Aber 195 bleibt unser Ziel. Oder zumindest am Ende von einem Draft eine 95 dran stehen haben. Nachdem man alle Spiele abgeholt hat, hatte ich bisher auch noch nicht. Ist auch sehr, sehr, sehr schwer, überhaupt das hinzukriegen. Aber das Video ist noch lange nicht zu Ende. Okay, der Call hat eben gut geklappt. Ich mache nochmal einen Call. Wir werden bald einen Draft haben, wo wir am Ende die 95 stehen haben. Weil wir kriegen momentan geisteskranke Drafts. Wir sind nicht so weit davon entfernt. Wir sind auch am Ackern. Wir bleiben dran. Der erste Spieler hier ist zum Beispiel Lucas Moura. Der zweite Spieler ist ein weiterer Brasilianer. Oder nehme ich Hazard mit. Oh, Hazard, besseres Rating, leichter einzubauen. Ich muss Hazard mitnehmen. Und im Sturm kriegen wir einen 99er. Das schmeckt gerne. Okay, nicht jeder Spieler kann gut sein. Weil klar, dass jetzt ein schlechter kommt, aber ist nicht so schlimm. Was sind das denn für Ratings hier bis hierhin? Aber wie soll man die gemeinsam in ein Team einbauen, Mann? Serie A und, oh mein Gott. Icon, ich brauche hier fast ein Icon. Nein. Oder wir haben Weltspieler. Aber wie sollen die zueinander passen? Weitere Argentinier, okay. Das Team ohne Icons wird fast unmöglich sein, noch volle Chemie zu bringen. Aber wenn Icons kommen, dann ist es definitiv drin. Definitiv drin und machbar. Oh mein Gott, wie gut sieht das denn jetzt aus? Was sagt der Rechtsverteidiger? Boah, ich muss ihn nehmen. Ich scheiß auf einen Ratingpunkt. Er ist Brasilianer. Den kann man ganz gut einbauen. Den kann man Welt einbauen. Den kann man super einbauen. Was passiert hier gerade? Wer ist der Linksverteidiger?
Scheißegal. Die kriegen wir noch ausgetauscht. Das ist kein Stress. Eden Hazard. Wenn Edion Militao gleich in Infertime kommt, wäre das wirklich perfekt. Van Dijk. Boah, wir können auch in die Premier League gehen. Das ist auch kein Stress. Gomez. Serie A. Vielleicht kriegen wir noch Serie A. Wer weiß. Vielleicht später Hernandez als Linksverteidiger. Aber falls das nicht der Fall ist, können wir so machen. Gib mir einen guten Keeper, bitte. Das ist ganz wichtig. Oh mein Gott. 93er Rating. Das ist ja geisteskrank, das Team. 95er Rating, ja. Ja. Wir brauchen jetzt nur passende Leute. Wir brauchen nur passende Leute. Ein Linksverteidiger aus der Premier League, LM aus der Premier League, eigentlich schon früh kam dann. Das ist nicht so schwer. Oder warte mal, Hernandez. Er pusht natürlich auch auf seine Art und Weise. Plus 1, plus 7, zack. Hier einfach einen anderen hin. Rafael Leao, bitte. Rafael Leao als Tots. Und das Ding sieht so verdammt gut aus. Nein. Nein, warum? Warum? Warum in der Version? Wirklich. Hernandez und Leao in ihren besten Versionen. Und ich würde mich festlegen, dass das Weltklasse ist. Aber so kann ich ihn auch nicht ignorieren, weil anders werden wir nicht auf volle Chemie kommen nach hinten heraus. Anders wird das nichts. Wir bauen mal weiter und gucken, was hier passiert. Ja, vom Rating her zu lasch. Aber wir haben ein bisschen was zum Tauschen auch. Dann sagen die Ersatzverteidiger, okay, der kann keinen Fußball. Ja, auch nicht so sehr. Und wir haben auch nicht mehr viel zum Tauschen. Nee, das geht in die falsche Richtung, bitte. David Beckham. Fullcam. Florian Wirtz. Ja, klar. Wenn der Ersatzkeeper Hände hat, haben wir nochmal 194 jetzt. Wenn der Ersatzkeeper Hände hat. Und das, obwohl die Ersatzbank nicht mal gut ist und wir die Spiele nicht in der besten Version wieder bekommen haben und so. Aber yay, gönn jetzt auch einen guten. Ja, es wird ein guter. 92. Das Ding müsste safe sein. Ja, es ist safe. Es ist wieder eine 194. Und es hätte wieder mehr sein können. Es hätte schon wieder mehr sein können. Digga, die Ersatzbank ist Schrott, oder? Also in meinen Augen könnte die deutlich besser sein. Also gut, wir sollten uns nicht zu früh freuen, weil es ist jetzt noch nicht safe, dass wir einen Manager haben, der passt. Aber einen deutschen oder einen Serie A-Manager oder einen französischen Liga-Manager oder einen Niederländer, irgendwas kriegt man. Also einen Schmied werden wir auf jeden Fall kriegen. Aber bitte, wäre das der Tots von Theo gewesen und der Tots von Leao, so wie wir es gehofft haben, wäre das super gewesen. Dann haben wir fast mit einer 4-5-1 hier das perfekte Team gebaut. Geisteskrank, Mann. Geisteskrank. Okay, wir gehen in den Manager rein. Serie A ist schon da, Deutscher ist auch da. Alles da, je, gefühlt jeder hier. Okay, nicht gefühlt jeder, aber zwei von den Pushen. Nehmen wir aus Flex einfach den Bronzemann mit. Pushen unseren Mario Gomez in der Verteidigung und haben nochmal eine 194 gebaut. Jetzt 294er nacheinander. Ihr merkt, wie knapp wir dran sind. Ihr merkt es einfach. Ihr spürt es doch auch. Ihr spürt es doch auch, Mann. Wir sind weiter am Grinden. Immerhin kann man die unnötigen Drafts, die man gequittet ist, über die Draft-Packs und den Tokens zu neuen Drafts machen. Hier ist einfach keine einzige Formation bei, die ich feier. Nice. 4-2-3-1 wird es dann wohl am Ende. In der Captain-Auswahl sind sogar zwei Fresh. Das sieht man auch nicht so häufig. Nehmen wir Ribéry. War ein 98er auf der Bank. Bringt sogar mehr, glaube ich, als ein 94er in der Startelf. Mbappé und Alvarez. Auch beide nice, aber Alvarez wird man nie einbauen können. Und wir brauchen langsam auch Leute für die Startelf. Bruder! Nee, das ist Quatsch. Das ist... okay, das ist 99er Pelé. Den habe ich heute noch gar nicht gesehen. Der pusht immens. Spinazzola auch. Hey, warte mal. Eigentlich wollte ich das Draft gerade schon wieder aufgeben. Die bait noch gerade so ein bisschen zwischendurch. Ja, das ist Quatsch. Zwischendurch kriegt man hier gerade gute. Und auf dem nächsten Pick wieder richtig schlechte. Und dann wieder gute. Und dann... Aber warte, hier ist ein 93er bei. Was sagt der ZOM? Nee. Das kannst du sein lassen. Also es ist ein Dreiecks-Draft eigentlich, oder? Hä? Oder immer, wenn ich kurz davor bin zu skippen, kommen doch noch Spieler, die zwei Beine haben und Fußball professionell spielen. Das war auch einer für die Bank, aber scheiß drauf, Digga. Scheiß drauf einfach. Es macht gar keinen Sinn, wie viele gute Spieler man in diesem Draft-Versuch gerade bekommt. Und wir haben sogar einen 97er oder so sogar weggeklickt aus Versehen. Aber das Ding ist, das wird man hier halt eh nicht auf Chemie kriegen. Das ist aber auch ein bisschen der Formation geschuldet und ja, hier wäre auch nicht mehr möglich gewesen. Aber allein, dass man ein 94er Rating hat mit einfach skippen und klicken, ne? Das ist schon krass. Kiel ist Franzose. Machen wir einfach mal rein. Bedi Pillay als Leftback. Große Stütze, weil Bundesliga? Wait, hier haben wir noch einen Bundesligaspieler. Warte mal, wenn wir Müller rüberziehen? Bringt gar nichts. Aber das Team hat sogar ein bisschen Chemie jetzt. Wenn wir einfach Manuel Neuer am Tor haben, haben wir sogar 194 oder so vielleicht am Ende. Nicht dabei. Aber Courtois ist dabei. Weil wir haben 94er Rating trotz paar Non-Reds hier? Hier ist was faul. Kann ich deren Ernst sein? Warte mal. Wenn wir den jetzt hier reintun, Ribéry dahin. Eine 95 und sogar 80 Chemie. Also das Team ist halt nicht mal scheiße gebaut, ne? 82 Chemie. Aber mehr wird hier, glaube ich, nicht drin sein. Digga, hätten wir statt De Bruyne einen anderen ZOM? Oder einfach einen anderen Keeper, der Franzose ist oder so? Digga, oder einfach ein Team mit Flügelposition. Dann hätte man es, glaube ich, bauen können. Ich glaube, die Spieler mit der 4-3-3, for real, die Spieler mit der 4-3-3 wären auf Full Cam gekommen einfach. Glaube ich. Hier werde ich
weiß nicht, Mann. Also selbst wenn ich hier jetzt noch gleich einen Durchbruch habe, dass ich noch auf die 90 Chemie rutsche, so mehr wird nicht drin sein, weil die Leute halt out of position sind. Deswegen, wir gucken mal, was der Manager sagt. Mehr als 83 ist nicht drin. Aber Junge, wir haben 95er Rating am Ende. Eine andere Formation mit genau den Spielern. Das wäre was gewesen. Okay, ich habe noch ein paar Versuche gemacht, aber nee. Ich gebe offiziell auf für heute. Wir haben geile Drafts gehabt, 294er. Und wir hatten sogar einmal eine 95 hinten dran stehen beim Draft, obwohl ich das Draft einfach nur durchgeskippt habe und irgendwelche Spieler ausgewählt habe und sogar manchmal nicht mal die Besten gepickt habe. Das ist geisteskrank, dass du trotzdem auf ein 95er Rating gekommen bist. Überleg mal, wie EA damit den Spielern gegönnt hat. Aber Chemie dort voll zu kriegen, war komplett unmöglich. Bei diesem Squad, alleine mit der Formation, hätten wir da eine andere Formation gehabt, wäre es vielleicht was geworden, weil dann hätte man genau mit den Spielern sogar die alle so aufstellen können, dass sie zueinander gelinkt hätten und so. Aber es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Aber das hat ein weiteres Mal gezeigt. Es ist definitiv möglich, man kann es hinbekommen. Aber wir haben jetzt wieder über 3 Stunden Drafts gebaut. Hatten echt geile Dinger dabei. Aber irgendwann ist einfach der Punkt. Da muss man leider aufgeben. Und ich gebe für heute wieder auf. Aber das nächste Mal werden wir es, denke ich, safe schaffen. Das war schon wieder unser bestes Draft-Video mit Abstand bisher. Und es geht noch besser. Und das kriegen wir hoffentlich nächstes Mal hin. Leute, lasst gerne ein Like, damit ihr Draft feiert. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin raus. Macht's gut. Bis dann. Ciao.